Wow. Jetzt war es gerade echt nicht flüssig. Okay, das sind auch nur zwei Bücher. Ja, dann bin ich hier auch fertig, würde ich sagen. Und weiter geht's. In meinem ewigen Bestreben, feinere Kleidung zu bekommen, die noch feiner ist als die feine da. So. Wer sitzt da drin? Ein Fass? Ja? Noch was? Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Kein Gold. Und da haben wir Kau-Eier. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie sie heißen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wundertrunk des Ritters. Brauche ich jetzt nicht unbedingt so mit. Ein Falmerohr. Kann ich mir eigentlich gleich zu Hause in die Kiste legen. Nochmal Gold. Eine Eisenkriegsaxt. Hexenrahmenfedern. Das ist ja alles wie im reinsten Paradies. Ein Holzteller, na, wer sagt's denn? Kommode. Feine Stiefel. Aber nicht fein genug. Ist das jetzt wiederum meine Kleidung? Oh, die Truhe habe ich schon ausgeräumt. Gut, dann geht's jetzt weiter in den Raum. Ist da wer drin? Ein perfekter, kann ich auch stehlen. Gut, gut, gut. Wo fange ich denn an? Bei diesen Honignussschnitten. Nein, hier gibt's nicht wirklich was. Hier war ich schon. Gut, dann weiter da lang. Was gibt's denn hier drin? Da liegt ein Buch. Dunmer von Himmelsrand. Nehme ich mir gleich mal mit. Wein und Salz. Ein Geldbeutel. Hier ist nichts mehr, außer solche komischen Ranken oder sowas in der Art. Drin haben wir sicher wieder Gold. Perfekt. Silberbahn. So, was ist denn da drin? Holzteller, Wolfspelz und Ziegenfell. Und ein Geldbeutel. Ja, die Pelze nehme ich jetzt auch mit und so Sachen, weil eben. Ja, weil eben. Achtmal ist das da drin. Jetzt haben wir denn da einen Stahldolch. Naja, aber ich kann es für die für Skillen brauchen eigentlich. Also. Nein! Nein, nicht. Dietrich. Nein. War nicht gut. Au. Es tut so weh, wenn ich das sehe. Ein Dietrich geht nach dem anderen verloren. Und noch einer weniger. Ja, okay. Ich mache jetzt mal schnell einen Quick Load und probiere es gleich nochmal. Na bitte, hat sich gelohnt. Ein Stahldolch. Ja, das hat sich. Also ein Stahldolch, auf den kann ich verzichten. Schäbige Haube. Nein, also das ist mir definitiv nicht fein genug. Da ist ein Mann. Mach mir mal die Tür zu.
Und hier ist eh niemand drin, oder? Oh, ich. Das war gar kein Stufenbuch. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Oh, den klaue ich mir jetzt, glaube ich wirklich. Ich glaube, ich tue es wirklich. Der ist geil. Ist einfach nur verdammt cool. So, will mich ja wohl kaum jemand deswegen umbringen. Oder? Wolfspelz. Na klar, nehme ich den mit. Den Geldbeutel auch. Wenn mich jetzt wer beim Stehlen erwischt, wäre das echt blöd. Der starken Heilung. Das Leben wird immer besser. Immer besser. So. Aber ich habe immer noch nicht meine... Hallo? Das war das neueste Mitglied der Gruppe. Ihr Witze? Ich wollte schon zu Ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Koplak und Skjör 101 Abwehrsacker besiegt haben? Skjör sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihm und kann an ihrer Seite kämpfen. Okay. Alles. Diese Gruppe, diese Familie, diese Truppe ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich gehöre zur ältesten Kampftruppe von ganz Himmelsrand. Ihr Ruhm ist ungebrochen und Iskamos Zeiten bis zum heutigen Tage. Ihnen anzugehören bedeutet ein Stück Unsterblichkeit. Wenn ich so von gerade nie sehen sollte, kann mir das niemand mehr nehmen. Ja. Da war ich schon drin. Ja. Jetzt kommen wir hier hin. Stahlkriegshammer. Ein verdammt geil aussehendes Schwert. Oh, das ist so verlockend, aber der Typ sitzt da. Der. Nein, ich kann jetzt nicht vor seinen Augen im Buch stehen, das geht irgendwie nicht. Und den Goldbeutel auch nicht. Aber ich schaue mich erstmal um. Das kenne ich doch auch schon. Das kommt mir so bekannt vor. Was ist das Geiles? Das kann ich auch mitnehmen. Ich habe einen ungewöhnlichen Stein. Was auch immer das jetzt heißt. Vielleicht frisst er mich auf. Was ist denn da drin? Gold, Granatstein und eine feine Kleidung. Nein, jetzt habe ich einen Teller geklaut. Als ob ich einen Teller klauen wollen würde. Moment, der müsste was Sonstiges sein. Teller. Was fangt man bitte mit einem Teller an? Ehrlich mal, überhaupt nichts. So, jetzt warte ich hier einfach. Wenn ihr so alt wie ich werdet. Der hat überhaupt nicht. Geh schlafen, alter Mann. Aber nicht sterben, sondern halt so ins Bett, weißt du? Es ist echt schon spät. Gut gesprochen, alter Mann, gut gesprochen. So, und jetzt ganz leise, Leute, hier die Tür zu machen. Ganz leise. Schnell mal den Geldbeutel stehlen. Und das ist das von ein Dädra-Herz.
Und jetzt einen Quick Save. Wiederum. Und ich befasse mich mit diesem mysteriösen Schloss. Ja, wäre ja auch zu cool, wenn er an derselben Stelle wäre, genau. Wie der vorhin, meine ich. Ach man, jetzt komm, mach schon, ich will dieses Schwert. Na bitte. Zwergen zueinander. Irgendwann kann ich ihn vielleicht verkaufen. Und sonst, ja. Eigentlich wollte ich eine... Oh, Moment. Das ist ein Hammer. Das ist ein Dolch. Das sind Trollschädel. Noch mehr Schlossknacken-Erfahrung. Das gibt's doch nicht. Sind die alle auf derselben Seite? Nein, sind sie nicht. Aber irgendwo da müsste es sein. Ah, Mann. Na doch. Elfenkriegshammer. Verdammt. So, jetzt mache ich nochmal so einen Eisendolch. Einfach nur für die Erfahrung. Fast. Fast. Beinahe. Jetzt komm schon, komm schon. Perfekt. Ein Eisendolch könnte ich jetzt stehlen. Werde ich aber nicht. Gut, und damit bin ich mit der Jovaska fertig und dieser Part ist jetzt auch zu Ende. Bis dann!